Und damit hallo und herzlichst willkommen zurück zu Let's Play Hexmine und heute ist mit dabei der Stefan oder Deludus, wie man ihn auch immer nennen will und ich gehe jetzt mal auf den Server. Und der sagt jetzt mal auch noch hallo. Ja, hallo, und bei mir ist dabei der Mr. Hai oder der Hubert Schubert. Der Name ist so geil. Der ist auch toll, so. Ja, Leute, etwas ganz Kurioses passiert letzte Folge. Rausgeflogen. Ich auch. Das ist Ja, Leute, Nitrado ist heute sehr schön. Jetzt steht bei mir im Web Interface, der Server ist gestartet. Das ist ja schön. Ich bin dafür, wir pausieren die Aufnahme hier einmal ganz kurz und führen sie dann gleich weiter fort. Bin ich auch für. Bis gleich, Leute. Tschüss. So, da sind wir wieder. Ja. Der Server steht jetzt bei meinem Nitrado-Account überall aufgestartet, also es kann nichts mehr schief gehen. Hoffentlich. You may not rest know there are monsters nearby. Okay, dann gehe ich mir mal die Monsters klatschen. Was ich sagen wollte, der Sarke, der hat unsere Sachen wieder gefunden. Ja, es ist zwar länger her, wir dürfen halt 2 Stunden nicht mehr länger aufnehmen, weil das eigentlich nicht sein sollte, dass man die Sachen wiederfindet. Aber, Mann, Zombie, geh weg. Ich komme an das Skelett nicht ran. Und ich gehe in der Zeit rein. Ja! Okay, komische So, Geräusche. also ich kann schlafen. Ah, warte. Dann versuche ich auch mal kurz zu schlafen. Und mein Kühlschrank ist wieder an. Hä? Mein Kühlschrank ist wieder an. So, ich hab fast schon meinen Kopf stürzt ab. Es ist nur mein Kühlschrank, der im Hintergrund angeht. Das Klicken ist extrem laut. Ich war, also Leute, fürs Verständnis, warum ich schon eine Rüstung anhab. Der Server, der hatte heute, also das ist nicht das erste Mal, dass er Spaß hat. Er war heute schon mal ein bisschen launisch. Wo ist mein, da ist mein Rucksack. Oh, ich habe Eisen Und gefunden. deshalb war ich einmal kurz auf dem Server und habe mit dem Sager geguckt, ob das funktioniert. Scheinbar ja nicht, aber es ist jetzt egal. Jetzt gerade läuft er ja. Jetzt gerade läuft das. Müsste der auch eigentlich durchgehend laufen. Jetzt, ich werde gucken, ich werde jetzt den Support noch nicht anschreiben, wenn er sich bis dahin aber jetzt nicht beruhigt hat. Dann werde ich den Support auf jeden Fall anschreiben. Das kann ja nicht angehen. Auf jeden Warum Fall. aber die Folge ist eine besondere Folge eigentlich. Eigentlich. Oh, wirklich? Ich dachte, das wäre eine ganz normale Folge. Nein. Ach, das war dumm. Nach den ganzen Toten von mir soll es ja auch nochmal eine Folge geben, die etwas entspannter gehen. Und zwar ist ja der Mr. Hitler, der gegnerische König, also für ihn ist er der verbündete König, ich bin für ihn der gegnerische König, dies, das. Die Erklärung. Und ja, wir werden heute gucken, ob wir das über die Reihe kriegen, etwas zu besprechen, kriegstechnisch und so was. Ich Ja. hoffe, wir werden ein bisschen weit kommen in dem Sinne. Ich sehe schwarz. Aber hey. So, ich habe hier Leder und ich habe Strings. Daraus werde ich mir jetzt erstmal so ein paar Dings machen. Wir gehen auch nochmal. Zack. So, und ich gehe jetzt auf die Suche nach Diamanten. Uhu. Ja, ich habe bis jetzt 3 Diamanten. Ganze 3. Wie mache ich das jetzt nochmal? Redstone. Das bringt mir mal wieder eine Menge. Stone-Schild will ich aber nicht. Wie mache ich denn mal dieses scheiß Leder? Keine Ach, Ahnung. da war's. Zack, 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 okay. Zack, 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 zack. Ich brauche den nur 9-mal. Das reicht aber nicht, reicht niemals. 9, niemals reicht das. 2, 3, 4. Aber ist auch egal, ich habe ja einen Rucksack gehabt, ist jetzt mir jetzt wehen. So, deswegen werden wir heute mal besprechen, wie das jetzt stadtmäßig weitergeht mit Ja. Krieg, dies, das und so. Und ja, Ja. aber zuallererst muss ich sagen, mein Haus ist etwas klein. Ja, meinst du mal? Ich habe meins letztens verdoppelt. Ganz Ja, intelligent. wie ich sie gesagt hatte, oder was? Ja, genau. Das war so mit ganzen 6 Blöcken habe ich es einfach mal verdoppelt. Das will ich.
Ich will meinen ganzen scheiß Rucksack hier mal ausleeren. Ganzen Müll, wer braucht das denn? Ich könnte den Müll bestimmt gebrauchen. Das glaube ich auch, das ist eigentlich kein Müll, aber das bringt mich gerade nicht weiter. Tja. Zack, 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 zack. Apropos Rucksack könnte ich mir auch mal bald irgendwann machen. Ich hätte mir jetzt auch direkt schon mal zwei Electric Steps machen. So. Warte mal, ich muss dazu ja. Das, zwei davon und. Wo ist denn mein Holz? Da oben links. Achso. Danke. So. Ja, ich muss jetzt mal gucken, was die Stadt mal wieder gemacht hat hier. Ja, wann ist das gestorben? Ja, außer das. Nehme ich noch meinen Spiegel mit. Mal gucken, wenn der Sebastian alles gemacht hat. Ach, jetzt dachte ich gerade, hier steht wieder Nashorn vor der Tür. Er hat auch schon mehrere Folgen aufgenommen, habe ich gesehen. Er hat ja zeitgleich mit mir und Sage aufgenommen gehabt. Ja, wie gesagt, er hat bestimmt schon 20. Immer wenn man mit ihm geschrieben hat, ja, ich habe gerade aufgenommen. Hat es so gefühlt. Aber er meinte gestern, dass er 6 aufgenommen hat. Ja, ich habe ja im Endeffekt ja auch 6 aufgenommen. Ich hatte ja, glaube ich, 4 und dann 2 Tode. Das ist natürlich, ja, gut. Ist jetzt nicht so prickelnd gelaufen, die ersten paar Folgen. Ja, aber heute hat er nicht Heute hat der Junge nicht aufgenommen, ne? Das ist doch gut. Hält er sich ein bisschen zurück. Das ist doch ein loblicher Mann, ne? Ja. Ja, es ist für mich auch schwer, mich zurückzuhalten, weil ich hier nicht. Das ist wirklich so. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich überhaupt mal Minecraft Let's Playen würde auf meinem Kanal. Ja, ich wollte es eigentlich auch nicht mehr. Ich war so immer der Meinung, so, Minecraft Let's Player, was soll das? Ja. Ach, guck mal. Na gut. So, jetzt haben wir hier. Die hat ja schon was durchgeführt, was ich als Vorschlag gebracht habe. Die okay. Vanessa. Eine Chocobo-Farm. Eine kleine zumindest bis jetzt. Ja, ich hatte ja im letzten, also den letzten Hexmine, sag ich jetzt mal, also an der Map, sag ich jetzt mal, ist ja nur noch Hexmine, aber da war ich ja auch der Chocobo-Farmer. Mhm. Aber das hat mich im Endeffekt nicht weit gebracht und Zeit gekostet. Naja. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal den Hauptfokus auf andere Materialien setzen. Ja. Freut das hier wieder. Hast du denn so mit deiner Stadt gesprochen, so irgendwie jetzt verbindungsmäßig mit uns? Ja, also sind eigentlich alle gegen Krieg, ne? Alle also, gegen Krieg. Also beim hier Sebastian weiß ich es nicht so genau, aber der schien jetzt auch nicht so von Krieg begeistert zu sein. Okay. Also. Habt ihr denn irgendwie keine Bedingungen oder so? Also so Bedingungen haben wir jetzt keine irgendwie ausgemacht. Nur. Gib mir Diamanten und Geld, aber im echten Leben. Ja, klar. Dann gibt's keinen Krieg. Okay, dann ist gut. Okay, das ist also in Ordnung. Gut. Ja, das ist schön. Da ist unsere Stadt wohl etwas anders. Ihr wollt Wolle, habe ich schon gehört. Genau. Ja, das hat die Vanessa auch schon gemacht. Die hat ja ein paar Schafe geholt. Okay, hier ist, ich weiß gar nicht, scheinbar die spawnen wirklich gar keine Sachen. Weil jetzt gerade habe ich hier was bekommen von der Creeper-Explosion, obwohl da gar keiner war. Mensch. Also. Der Norrie, der hatte auch noch vorgeschlagen, dass alle Quittentürme in seinen Besitz gehen, wenn welche gefunden werden. Das würde ich aber persönlich nicht wollen. Ja, weil, ich habe keinen Bock, dass er in Folge 50 noch mit einer Stein- oder hier Steinrüstung wieder mit der Eisenrüstung rumrennt. Wäre nicht so in meinem Sinn, also. Wolle ist auch nicht zwingend. Das war jetzt eigentlich nur so ein Vorschlag, wenn ihr auch was haben wolltet oder so, aber wenn es dem nicht so ist. Ja, momentan noch nichts, ne? Wie gesagt, da kann man ja dann später noch über so ein Handelsabkommen, ne? Genau, man kann sich ja immer so beraten, so, oder was ist beraten? Man kann ja immer so schreiben, so was man gerade so einen Überfluss hat und so. Ja. Holz habe ich im Überfluss. Also das ist wirklich. Ich suche Redwood. Ich habe hier von irgendwelchen, Also Redwood sind diese Mammutbäume, diese 8x8, 7x7 Dinger da. Okay, die habe ich noch nie gesehen. Hier sind Tintenfische. Da will ich mir nämlich ein Haus reinbauen, will mir nämlich die Saplings holen, die man an dem 7x7 Quadrat anlegen kann und dann, ja. Okay. Aber ich weiß nicht, wo die spawnen, deswegen muss ich überall durchs Land streifen. Denn ich suche weit und breit. Das Redwood, um zu verstehen, was ihm diese Macht verleiht und so. Ja. Und du willst auch bestimmt der Allerbeste sein, ne? Genau.
Oh, Kohle! Wie ich mich noch über Kohle freuen kann. Es ist unglaublich. Und da ist das Gebilde, woran ich gestorben bin. Wie gesagt, das hatte ich ja bis jetzt noch nicht, dieses Privileg zu sterben. Ach, das ist recht amüsant. Das musst du mal erlebt haben. Ja, ja. Erlebt man nicht alle Folgen. Ich glaube, da könnte ein Redwood sein. Das sieht recht gigantisch aus. So wie ich mich aber kenne, sterbe ich dann wieder zwei Folgen hintereinander. Ich weiß ja nicht, ob es wirklich auch das Redwood ist, was ich suche. Sneak ich mal eine Runde. Sprucewood, Oaklock. Nee, Oaklock will ich nicht. Das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft, Befehl. Das will ich nicht. So. Ich habe in einem Video von einem englischen Kleinkind gesehen, dass er Redwood auf... Okay, da sind ein paar Gegner. Dass er Redwood auf einer geraden Fläche im Endeffekt gesehen hatte, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das auch finden werde. Ja, und ich baue Eisen ab. Mal wieder. Und hab kein Eisen Warum habe ich kein Eisen bekommen? Weil du es nicht verdient hast. Ich fühle mich verarscht. Was ist das denn hier? Ja, das frage ich mich gerade auch. Ein Meteor ist hier eingeschlagen. Okay. Und Kohle! Jetzt bin ich wieder oben. Kohle. 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 Das war jetzt irgendwie ulkig. Kohle. Ulkiora? Ulkig? Jetzt hänge ich in der Wand fest. Wie ist das denn? Stirbst du jetzt? Nee. Schade. Heieiei. Das, ach, der Server schwackt mal wieder ein bisschen. Ja, das habe ich auch gerade gehört. Nee. Deswegen, ich werde nach der Folge auch erstmal den Support anschreiben, weil das, Es geht nicht klar. Uiuiui. Jetzt, ich will von dieser Wand weg. Ich habe den Server nicht gemietet, um mit Decks spielen zu können. Dann könnte ich auch einfach einen Hamachi-Server hosten. Die scheiß Wand hält mich fest. Gut so, Mann. Mach weiter so. Die Wand mag mich zu sehr. Scheiße, ich muss nach Hause, ich will nicht sterben. Noch nicht. Weil es langsam dunkel wird. Hier ist so ein scheiß ekelhaften Sand, was ihr da in der anderen Map hattet da. Ah, oh, nicht dieser Sand. Das ist so ekelhaft, ey. Guck mal, ich hab mir zwei Electric Steps gemacht, ne? Meinst du, ich benutze die? Nee, ich laufe den ganzen Weg. Ja, komm, Redstone. Dann fliege ich lieber durch die Welt und bringe den Server noch mehr zum Hängen, ey. Ah, siehst du, daran liegt das also. Deshalb mochte mich die Wand so. Ah, oh, okay. Na gut, jetzt bin ich hier sozusagen im Nichts. Ich habe so das Gefühl, dass der wahrscheinlich gleich war. Mann, Leute, ich habe den Server auf Ultimate Rum gemietet. Da will man meinen, dass das hier ruckelfrei und einfach flüssig läuft, aber nee, man sieht ja hier. Ja. Der Server kommt nicht mehr hinterher, wenn man gerade mal 3 Meter fliegt. Ich bin auch gerade vom Server runtergeflogen. Da war doch kein. Nee. Das ist ja toll. Nein. Das ist so richtig gay. Das ist aber wirklich dumm. Das ist. Nitrado, hey, jetzt wurde ich zurückgesetzt. Und Mr. High left the game, Mensch. Hey. Siehst GG, Nitrado, GG. Ja. Leckfreie Server, damit werben sie. Und dann kommt so eine Scheiße bei rum. Also, das müssen wir mal anrufen, ja. Beim Kronk anrufen, weißt du. Der macht ja für die Werbung. Ja, hallo, Kronk. Mach da mal was. So ekelhaft. Ich habe das Gefühl, so für die richtigen YouTuber, da werden die Server richtig gut ausgelegt für uns, für welche wie hier. Naja. Da kriegen wir nur so einen Scheiß. Gut, ich brauche jetzt gerade irgendwie... Aha. Ach Mensch, Mr. High. Yay. Hi. Oh, guck mal, Redstone. Ach, warte mal. Hallo. Das mit dem Fliegen lasse ich jetzt erstmal. Der Knolle ist da, ich glaub's ja nicht. Mensch. Also was der mal auf dem Server will, ich weiß es auch ja, nicht. Ja, das ist aber echt. Kennst du diesen Knolle? Ich hab gehört, das ist so ein ganz komischer Typ, du. Du, ich hab auch echt. Ich bin echt. Ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Ja, das ist echt schwer eigentlich. Also eigentlich ist er ja ganz sympathisch, aber. Ja, ist so ein Mysterium für sich, weil der Typ da immer für sich veranstaltet. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Erdspalte. Was ist das denn? Das ist wieder so ein komischer Busch, von dem man Schaden kriegt. Wie der Busch von Sarges Mutter? Was? Das haben wir nicht gehört. Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Oh, das ist Tag. Oder wurde es einfach nur wieder zurückgesetzt? Ja, das habe ich auch. Das ist, Mensch.
Das ist ja, wow. Das ist ja ein toller Server, du. Das ist echt. Wie? Dafür bezahle ich 40 Euro. Nee, nicht 40, sondern 15 Euro. Nee, 14 Euro. Ui. Und Mensch, das ist... Ich glaube, ich sollte den Server auf 80 Spieler erweitern, damit ich damit zocken kann. Ja, damit die denken, hier, der ist wichtig. Ja. Ich glaube, ich stehe auch gerade vor meiner Stadt, aber ich kann sie nicht sehen. Oh, die Traute, meine Server. VIP-Interface-Login. Startet, ja Mensch. Komm schon, ich bin in mein Haus. So nah und doch so fern. Das war so eine schöne Folge. Ey, wenn ich jetzt sterbe, halte ich mich nicht an diese 2-Stunden-Regel. Habe ich keine Lust drauf. Ich bin König, ich darf das. Ich komme einfach nicht weiter. Ich bin gar nicht so weit weg von der Stadt gekommen. Ich bin schon 14 Minuten hier am Aufnehmen. Ich bin gerade so gesehen auf der ersten Erdschicht und baue die Chance, Steine abzubauen. Weil ich hier einfach so... Ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach die Welt weg. Oh, guck mal, da ist er auch weg. Oh, ja. Jetzt ist wieder abgeschmiert. Ja, der Server ist abgeschmiert. Juhu. Oh, beste Aufnahme ever. Ist ja, mein Gott, was ist das denn? Alter? Oh, da fehlt eigentlich nur noch eine Samenschlacht. Nee, okay, gut. Ich will damit nichts zu tun haben. Dann ist gut. Erhöhte CPU-Auslastung kann normal sein. 78% CPU-Auslastung deines Game-Servers. Gucken wir doch mal. Slots oder RAM, Arbeitsspeicher ändern. Schade, ich habe leider die Hardware-Performance schon auf Ultimate geupgradet. Dementsprechend kann ich da auch nichts mehr dran ändern. Es gibt nichts, was ich erweitern kann an RAM. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es aber normal laufen sollte. Ja, dem ist aber nicht so. Das ist aber komisch, du. Mensch, ich bin wieder drauf. Und ich falle im Nichts. Ach, jetzt nicht mehr. So, wenn er jetzt nicht läuft, dann war das eine kurze Folge, Leute. Dann habe ich auch keinen Bock mehr hier, um zu jiggeln. Ich wollte eigentlich nur einen Baum finden, den ich hier wohl abschminken kann jetzt für die nächsten 80 Folgen. Bis ich mal hier Neuland erforschen kann. Oh, die Welt lädt wieder halbwegs. Ja, das sollten wir aber nicht zu sehr ausnutzen, aber ich mach's trotzdem. Jetzt ist schon wieder Ende. Ach, mein Gott. Ich stelle mich jetzt hier irgendwo unter und benutze mein Spiegel. Das ist auch nicht mehr normal. Ich will nächstes nach Hause kommen. Okay, entweder ist gerade mein Kühlschrank an oder ausgegangen, das weiß ich gerade nicht. Gut, mein, Oje, oje, ich falle durch die Welt. Ui, Mensch, wo bin ich denn jetzt? Ich bin ja ganz woanders. Ah, es hat weitergeladen. Ich sehe zumindest ein Haus. Ich kann mich reinstellen. Ich bin auch zu nah, ich werde geportet. Was ist das denn? Oh, Leute. Da haben die mir einfach die Kisten geklaut. Hallo? Das waren Kisten, wo ich euch Brot spende. Die sollt ihr nicht mitnehmen. Ich komme hier nicht rein. Was ist das denn jetzt? Ich werde hier geschlagen, ich kann ihn zurückschlagen. Doch, jetzt kann ich zurückschlagen. Oh ne, ich stelle mich jetzt hier einfach rein. Oh, Vanessa hat auch einen tollen Boden. Nee, komm. Das ist jetzt... Das ist nicht... Das ist nicht mal witzig, Server. Oh. Hab ich irgendwo einen Stein hingesetzt. Ja, bei mir läuft da gerade einigermaßen gut. Ja, es ist aushaltbar. Ist wenn ich aber so auf meinen linken Bildschirm gucke, wenn er 100% Auslastung hat, bei 2 Spielern, die eigentlich gar nichts machen. Sondern im Kreis nur die ganze Zeit rumrennen. Also der Support kriegt erstmal eine Nachricht. Das steht fest. So, gut so. Wenn ich in der Folge jetzt halt nichts machen kann, 10 Minuten habe ich noch, also haben wir noch knapp. Gehe ich jetzt einfach mal in die Höhle und werde Marble abbauen, damit ich mein Haus wenigstens als Haus bauen kann. Da muss das Baumhaus eben warten. Ja, ich baue jetzt auch wieder Zeug ab in der Mine. Also sind beide Folgen jetzt sehr spannend. Ja, die sind sehr spannend, aber politisch erfolgreich. Ja, wir haben noch keinen Krieg. Genau, es hat sich dementsprechend nichts geändert. Ja. Also irgendwie doch nicht erfolgreich.
Mensch, aber dafür haben wir sehr viel Spaß im Zauber gehabt. Ja. Das war toll. Das war super toll. Ich werde mal gucken, was der Support dazu zu sagen hat. Vermutlich, ja, wir arbeiten gerade an irgendwelchen Problemen. Ja, wir haben gerade global, weltweit haben wir Probleme. Ground braucht einen Server und da müssen wir die ganze Performance draufpacken. Ja, der. Dementsprechend kann es sein, dass es ein bisschen laggt. Nebenbei muss auch noch der Hero-Server auch noch mit totaler CPU-Auslastung gefördert werden, damit auch ja keine Anzeichen von Schwäche gezeigt werden dürfen. Ja. Ja, das ist so. Tja, das ist halt Nitrado. Das ist aber leider auch der einzige Anbieter, der annähernd gute Server ja. und zu relativ guten Preisen bietet. Ja, ist schon traurig, dass ein schlechter Anbieter so gesehen trotzdem der beste ist. Ja. Das ist du sagst es. Tja. Welcome to Germany. Okay. Das ist natürlich auch auf Englisch, ne? Das ist, passt auch wieder super. Von meinen Zuschauern kann keiner Englisch, da darfst du nicht hier warten. Ich muss jetzt wieder raus. Geht von meiner Haustür weg! Ksch, wo seid ihr? Jetzt seid ihr wirklich weg. Oh mein Gott. Was war das denn gerade? Er hat sich scheinbar gemutet. Ja. Ja. So. Nee, ich will das austauschen. Ja, Marble abbauen ist sehr spannend. Ja, so. Ich werde jetzt gleich. Boah, nee, das ist doch nicht mehr auszuhalten. Jetzt gerade habe ich gedacht, Mensch, jetzt hat sich ein bisschen bekrabbelt. War im 50% Bereich und wollte jetzt gleich eventuell nochmal einen Versuch starten. Aber jetzt ist er wieder auf ja, 80% circa. Egal, ich werde dann jetzt gleich meinen Marble in den Ofen werfen, wenn das denn. Ja, Marble-Cobblestone will ich nicht. Zack. Zack. Und ich suche weiter nach Eisen. Ach ja, das Eisen. Das ist immer so eine Sache, darauf könnte ich mich auch mal konzentrieren. Ach so, jetzt wollen wir was essen. Wäre nicht schlecht. Und eigentlich hatte ich ja vor, jetzt hier Hexical Essenzen da zu holen. Aber ja, hat das, ja nicht geklappt. Wäre auch so ein Ziel von mir gewesen, was ich anstreben wollte. Aber hey. Oh, ein Dungen. Ein Dungeon? Ja. Mensch. Oh, hier ist Eis. Am besten platziere ich erstmal eine Fackel. Hm. Das wird gleich eine lasse Angelegenheit hier. Boah, ich habe auch relativ wenig Eisen. Ich habe im Endeffekt 15. 20. 33. Ja, 33 Eisen ist auch nicht viel. Problem ist es halt, ich bin doch vollkommen darauf angewiesen. Ich eigentlich auch, obwohl ich habe eigentlich, na gut, 16 Diamanten, aber das reicht eigentlich nicht. Ich könnte merke ich schon mal Hexical Essenzen machen. Ach, Hexical Diamonds meine ich. Ich habe noch nicht mal so eine Essenz, also von daher. Ne, ich kann mir auch nur einen Hexical Diamond machen, weil ich hatte nur 7. Aber hey. Komm, ja. So, was hab ich denn, Ja, da kommt schon der Maple raus. Das ist gut, das ist fein. Ein Rift Blade opens a temporary doors. Special teleport attack and rotates existing doors. Also kann ich damit quasi diese Doors erschaffen. Aber ich weiß nicht genau, ich werde mir erstmal einen Rift Blade, einen Rift Remover machen, bevor ich das benutze. Sonst habe ich nämlich doch Angst, dass ich hier irgendwas in der Welt zerstöre. So, ich höre ein Monster. So. Und weiter geht's mit dem Kram. Und da ist wieder Eis. Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn hier? Ein Copper Ore Berry Bunch. Das war eine dumme Idee. Bist du tot? Nö.
Ich habe einfach nur das Eis kaputt geschlagen, aber das war eine dumme Idee. Jetzt ist es hier ziemlich nass drin. Ja, das hätte ich dir voll sagen können. Man sollte auch keine Fackeln in setzen. Das war ja mein Plan. Ja, sieht gut an. Ja. Ich habe immer so gute Pläne. Wenn ich in der nächsten Folge werde ich dann einfach anfangen, ein Haus zu bauen, nicht, wenn ich jetzt hier mit Marble am Brennen bin. Es brennt! Oh nein. Hä? Achso. Ekelhaft. Ekelhaft viel Eis. Ist ja Pfui. Pfui ist das. Ekelhaft, das ist Äpfelkäse. Das ist mir hier viel zu eisig. Ich könnte natürlich auch... Nee, das sind zu wenig Truhen. Ich habe es übrigens geschafft, zwei Truhen nebeneinander zu setzen, ohne dass sie zur Doppeltruhe wurden. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber ich habe jetzt gerade keinen Bock, den ganzen Inhalt rauszuholen, um... Doch, mache ich jetzt mal. Dann habe ich wenigstens den Scheiß weg und habe mehr Platz. Also Kohle, also an Kohle mangelt es mir mittlerweile nicht mehr. Bei mir geht's. So und so und zack. Was? Warum geht das nicht zusammen? Ja, ist jetzt auch egal. Irgendwie wollen sie die Truhe nicht lieb haben. Was? Da. Was? So, dann hole ich mir das Marble wieder raus. Wo ich bin, mein kleines Marblehäuschen. Zack. Zack. Ein Skelettkopf. Ja, ich wollte mal gucken, boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt da machen soll, womit ich anfangen soll. Ich hatte, ui, war das wenigstens Marble Cobblestone, ja. Ich hatte ja im letzten Projekt, hatte ich ja relativ eigentlich, ausgesorgt an Materialien. Und jetzt komme ich noch nicht mal, gut durch Tauern durch. Das ist nicht so toll. Mir klopft ein Zombie gegen die Tür. Oder gegen meine Tür. Ui. Klopft er denn? Ach, so, da. Ich war, das hat Sager mir erzählt, er wollte hier unten heute eine Tür hinmachen, um nach oben zu kommen. Wenn ich da jetzt hochkomme, wäre das schon cool. Hier, dann, keine Ahnung. Er mag wohl keine Treppen, ich weiß es nicht. Er hat Marble Bricks genommen. Ja, wie viel Marble hat denn der gebrannt gehabt, ey? Das ist so ein Riesenhaus. Egal. So, was habe ich jetzt hier mit Marble? Ich brauch, Marble, ja, kann ich nichts machen. Ich würde aber auch sagen, ich werde jetzt noch die 10 Marble abwarten und dann ist die Folge eigentlich auch schon Ende. Dann haben wir eine sehr produktive Folge mit einem sehr tollen Server. Ja, Server war mal wieder der Server, da war der Held der Folge. Ich gehe jetzt, während die Marble-Dinger noch am Brennen sind, kurz noch ein paar Monster klatschen. Ja, mache ich auch gerade noch. Was zum? Na, oh, wenn ich sterbe jetzt noch. Hallo? Ich höre einen Enderman, der sehr aggressiv ist. Ich meine, ich hören konnte. Hier der schwule König. Ach, danke. Ich höre plötzlich viel geredet. Ein aggressiver Enderman, Mensch. Warum höre ich plötzlich viel Enderman? Warum höre ich plötzlich Stimmen bei mir? Weil du ein bisschen paranoid bist. Oh, das könnte sein. Ah, die Stimmen sind weg. Das ist gut. Ein Netherquarz-Shield. Das ist ja toll. So, ja, dann würde ich eigentlich sagen, gehe ich jetzt noch kurz ins Haus, leg meine Sachen weg und dann... Ja. Jetzt muss ich den immer neue Kisten hinstellen, wenn ich den Brot schenke. Mein Untertan. Das ist... Hört auf, mir meine Kisten zu klauen. Aber die Schilder lassen sie dran. Hä, wie geht das denn? Nee, also nicht an den Kisten, sondern an, ich hab die an ihrer Hauswand. Nee, Vanessa hat das Schild abgemacht. Da steht aber so ein toller Slogan drauf. Wo ist mein... Marble, da ist mein Marble. So. Gut. Habe ich quasi noch 2 Finger Steaks im Ofen. Das werde ich jetzt im Ofen lassen. Und dann würde ich sagen, beende ich hier die Folge. Ja, ich mache dann auch Schluss, ne. Denn bis zum nächsten Mal, wenn das Server vielleicht wieder beruhigt hat, ja. Ja, nee. Mittlerweile, also immer noch Frieden, hat sich gerade nichts geändert. Ja. Gucken, wie es in den nächsten Folgen sich falten tun wird. Ja, werden wir mal schauen, ne?
Dann bis dann. Tschüss. Auf Wiedersehen.